So, weiter geht's mit der Tour de France und Simon Geschke. Wir sind jetzt auf der nächsten Etappe schon wieder am Start und versuchen uns hier die Bergpunkte zu holen. Berg der zweiten Kategorie. Wir schauen gleich nochmal aufs Profil. So, mal schauen. Da oben dauert schon noch ein bisschen, bis es dahin geht. Jetzt haben wir gerade Guillaume Martin so richtig schön weggedrückt. So, wir kommen mal nach vorne. Allerdings kommt die Konkurrenz dann jetzt wahrscheinlich auch stark. Aber komm schon. Nee. Da kommt Pinot noch vorbei, holt sich einen Punkt mehr. Da waren wir zu früh im Tigersprung. Also trotzdem, erster Berg der zweiten Kategorie, nochmal zwei Punkte für Geschke. Wir sehen das Profil, heute gibt es ordentlich Punkte zu holen. Guillaume Martin müsste auch gleich hier wieder vorne zur Gruppe dazustoßen. Und dann ist es so ein bisschen same procedure as every Bergetappe. Wir versuchen mit Geschke die Bergpunkte zu holen, mit Guillaume Martin vielleicht den Etappensieg, wenn die Gruppe hier gut genug wegkommt. Ich finde, es gehört sich irgendwie so. Mit Isagirre haben wir ja auch schon den Etappensieg geholt. Nicht mit dem Isagirre da, das ist Gorka Isagirre von Movistar. Wir haben natürlich den guten Ion Isagirre. Nicht zu verwechseln mit Elektron Isagirre oder Neutron Isagirre. Geil. So, also mit dem Gag machen wir mal einen Cut am besten. Und der zweite Berg steht natürlich auch gleich an. Der Col de Châteauneuf klingt, als würde der Wein hier ganz ordentlich schmecken. Ich bin ja absolut kein Weintrinker. Aber gut, Châteauneuf, Château Dix ist mir eigentlich egal. So, da oben sehen wir auf jeden Fall ein Château. Wahrscheinlich heißt es deswegen so. Und es fängt schon wieder an, sich zu reimen. Das ist nicht gut. Wir fahren mal nach vorne. Eigentlich wollte ich gar nicht nach vorne fahren. Aber wenn es so kurvig ist, dann macht das eigentlich immer ganz gut Sinn. Oben bleibt es flach. Deswegen gehen die Kollegen da jetzt auch schon mal los. Gehen da mal ans Hinterrad. Schauen mal, kommen wir da mitten durch? Ne, kommen wir nicht. Da müssen wir außen rum und holen uns. Boah, aber ganz, ganz knapp. Gerade noch so die 5 Punkte. Marc Soler, dann, boah, fast Marc so voll gewesen. Und Pinot ist natürlich auch schön. Aber wenn der nicht an einem Weinberg Punkte holt, dann weiß man es halt auch nicht. Boah, hupsi. Da wären wir beinahe aus der Kurve rausgeflogen. So, Zimmermann ist ebenfalls mit dabei. Meine Stimme geht weg. Und dann schauen wir mal, was am nächsten Berg geht. So, ich habe mal kurz was gefrühstückt und schon geht's weiter. Also, Berg der ersten Kategorie, Toni Rominger, Isagirre hinten. Wird ein bisschen Jagd gemacht auf die Gruppe hier vorne. Der Col Serroche, unser Primärziel natürlich heute, Berg der ersten Kategorie. Da sehen wir, es ist eine sehr, sehr schwierige, schmale Abfahrt dann danach. So, wir schauen mal auf die letzten Meter. Oben wird es sogar ein bisschen flacher. Da gehen die ersten jetzt schon los. Müssen wir uns ein bisschen durchdrängen. Gehen mal bei Rominger vorne mit. Guillaume Martin, der uns da ein bisschen in den Weg fährt. Sind schon noch 600 Meter bis oben hin. Aber vorne kommt eine enge Kurve. Da werden die Kollegen ohnehin rausnehmen. Und jetzt schauen wir mal, kommen wir da als erstes rüber. Jo, 10 Punkte wieder für Geschke vor Rominger, Ciccone, Hirschi. Pinot holt nur 2 Punkte. Also die Mission Bergtrikot läuft richtig, richtig gut. Den Berg der dritten Kategorie, den habe ich mal rausgelassen, weil ich mir nicht sicher war, wie schnell das Tempo dann eben auch am Berg der ersten Kategorie werden würde. Die 2 Punkte haben wir weggeschenkt. Deswegen waren wir dort auch nicht drauf. Da hat man also nichts verpasst. Jetzt kommt hier angeblich eine schmale Abfahrt, wo wir wahrscheinlich wieder schön weggedrängt werden. Deswegen fahren wir mal ein Stück nach vorne. Also so schmal und schwierig sehe ich die Abfahrt jetzt ehrlich gesagt noch nicht. So, die Kurve kriegen wir auch. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder spannend wird. Die Gruppe hier mit 6,28 Vorsprung könnte sich durchaus auch den Etappensieg holen. Würde ich mal sagen. Ja, jetzt wird es doch ein bisschen schwer. Da habe ich gedacht, da könnte man ohne Bremsen wegkommen. Vorne setzt sich jetzt Bike Exchange ab. Aber gut, das ist alles nicht relevant. Also, let's go. Dann sehen wir uns gleich im Finale wieder. Bei der Sprintwertung sind wir punktlos durchgegangen. Tut ein bisschen in der Seele weh, aber wir wollen sie ja verlieren. ist gar nicht so leicht, das grüne Trikot hier loszuwerden. Aber ich denke mal, auch die Mission anti-grünes Trikot werden wir, denke ich mal, schaffen. So, jetzt sind es nur noch 1,7 Kilometer bis oben zum Berg der zweiten Kategorie. Und das Tempo ist ziemlich hoch. Wir kommen da nur schwer nach vorne. Wie man hier gerade sieht, Jens Funkt auch mit dabei in der Gruppe. Wir gehen mal aus dem Sattel, verballern jetzt allerdings natürlich schon ein klein wenig roten Balken. Ich würde jetzt hier nicht primär das Ganze draufsetzen wollen. Deswegen kann sein, dass wir jetzt hier nicht ganz so stark sein werden.
Schauen wir mal, dürfen wir uns nicht wegdrängen lassen. Es sind noch 700 Meter und wir haben kaum noch roten Balken. Also deswegen, das wird schwer. Da wird die Konkurrenz jetzt auf den letzten Metern auch vorbeifahren. Ja, da haben wir keine Chance. Da haben wir zu früh Energie aufwenden müssen. Peyo Bilbao holt sich Punkte. Ciccone, Pinot mit 2 Punkten, die er da gut macht. Und Toni Rominger holt sich den letzten Punkt. Also da waren wir nicht ganz so stark, aber wir haben weiterhin mit Guillaumeter einen sehr, sehr starken Mitstreiter, der heute auch gut drauf ist. Jetzt gibt es dann nochmal den Berg der zweiten Kategorie, bevor es dann in den Schlussanstieg reingeht. Vorsprung 6 Minuten 20. Könnte ein enges Höschen werden, könnte reichen. Hängt jetzt sehr davon ab, wie das Hauptfeld auch in den kommenden Rennkilometern dann auch Tempo macht. So, 27 Kilometer sind es noch. Berg der zweiten Kategorie kommt gleich, dann Berg der ersten Kategorie. Und ich habe ja gesagt, das wird sich ziemlich entscheiden, wie das Hauptfeld jetzt Tempo macht. Und das Hauptfeld bolzt hinten Tempo. 2 Minuten 43, nur noch der Vorsprung. Bedeutet, dass wir wahrscheinlich jetzt hier vorne all unsere Energie in diesen Berg der zweiten Kategorie reinstecken können. Und dann ist einfach auch gut für den Tag. Am Berg der ersten Kategorie werden wir keine Punkte holen. Da werden die Favoriten die Muskeln spielen lassen. 23 Fahrer weiterhin hier vorne drin. Guillaume Martin sehen wir da vorne an unserer Seite. Marc Hirschi, blaue Gele können wir natürlich noch nehmen. 5 Kilometer bis oben hin. Und wie gesagt, unser Primärziel ist jetzt hier nochmal die 5 Punkte abzustauben. Natürlich auch in den letzten Berg so lange und schnell wie möglich reinzufahren. Nur sobald wir sehen, dass es auf verlorenem Posten ist, wenn wir eingeholt sind, dann nimmt der bärtige Geschke raus. Der bärtige Geschke auch mega unnötig, das ist so zu formulieren. Der unbärtige Hirschi vorne, der unbärtige Molar. Der Mann, der Google erfunden hat, natürlich auch dabei. Und den Gogelhupf natürlich auch noch. Mega gut. Toni Rominger, der hat übrigens die CD-ROM erfunden. Was hat Bauke Mollema erfunden? Die Molligen hat der erfunden. Mollema losgehen? Ja, machen wir. Also umgangssprachlich. Molar kennt man ja, wer mal beim Zahnarzt war. Da gibt es das ja, glaube ich, irgendwo im Mund. So, was haben wir sonst noch? Toins. Da fällt mir jetzt gerade nichts zu ein. Hirschi ist zu einfach. So, genug Wortwitze. Wir sind ja hier seriös unterwegs. 2,7 Kilometer sind's. Wir machen das an der Seite gerade mal weg. Gianni Moscon auch dabei. Sympathischster Fahrer der Weltgeschichte. So, Rudi Molar, wie gesagt, mit einer guten Saison, habe ich schon mehrfach erwähnt. Groupama generell mit einer sehr ordentlichen Saison. Kann man, glaube ich, nicht meckern. Cofidis, ja, mit einer okay Saison. Jesús Herrada da mit einigen Siegen. So, jetzt sind wir wieder aus Versehen an die Spitze gefahren. Tempo war jetzt schon ziemlich hoch. Da kommt Tönz. Wir sehen die Kilometerzahl natürlich gerade nicht. 1,5 Kilometer sind es noch, aber kommt ja gleich auch der teuflische Lappen. So, oben wird es jetzt gerade ein bisschen flacher. Und es kommt eine Kurve da vorne. Aber jetzt müsste es dann wahrscheinlich schon losgehen. Ja, okay, noch nicht ganz. Jens Vogt. So, Martin drängt uns ein bisschen weg. Ungünstig. Boah, das hat richtig Energie gezogen. Aber wie gesagt, wir werden am Berg der ersten Kategorie nicht mehr viel holen können. Deswegen gehen wir mal durch und setzen uns hier sogar leicht ab. Holen uns die Punkte. Dahinter sehen wir Toni Rominger. Deswegen mache ich den Tigersprung einfach nochmal, damit man sich es ein bisschen ruhiger anschauen kann. So, Guillaume Martin ist noch mit drin. Wir haben die blauen Gele noch, die wir jetzt nicht nehmen. Wir warten erstmal die Abfahrt ab, was da jetzt so alles passiert. So, okay, bleiben wir mal in der Aero, solange es geht. Da sehen... Oh, Alter... Hasse das, wenn man so weggedrückt wird. So, Martin an unserer Seite. Geschke natürlich ein bisschen müder am Start als die Konkurrenz. Hat jetzt auch mehr investiert wahrscheinlich einfach. So, vorne setzen sich 2 ab, aber das sollte eigentlich nicht funktionieren. Jetzt mal zum Glück relativ gerader Abschnitt. Uiuiui, so viel dazu. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal bis zum Finale drauf, bis wir hier eingeholt sind. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir da nochmal ganz kurz ein bisschen rausgehen. So wie wir es auf der Etappe, auf der Bergetappe davor gemacht haben. So, 8 Fahrer sind hier vorne dabei. Die Gruppe Rominger, 2 Minuten das Peloton weg. Der Schlussanstieg wird schon circa 15, 16 Kilometer lang sein. Also das hat es in sich.
So, Guillaume Martin immer noch an unserer Seite, muss man immer mal überprüfen. Und jetzt ist auch dann der Moment gekommen, wo wir das blaue Gel schnupfen, wo das Tempo noch recht langsam ist. Tempo ist hier ziemlich raus. Pinot wieder mal abgehängt, interessant. Finde ich schon spannend. So, Fignon und Isagire sind noch mit dabei in der Spitzengruppe im Peloton. Marteng und Peloton. Deswegen ist Jens Vogt hier auch noch in der Gruppe. Jetzt habe ich es verstanden. Mit der Nummer 12 sehen wir ihn da vorne. Ich glaube, es ist Vogt. So, noch mal ein bisschen Gel nehmen. Vorsprung bleibt jetzt relativ konstant bei 2 Minuten. Vorne eine Tempoverschärfung. Pinot kommt mit der Gruppe wieder ran. 1 Kilometer bis zur Sprintwertung. Ah, okay. Gibt tatsächlich hier nochmal eine Sprintwertung. Ich muss jetzt hier schon irgendwie an dieser Gruppe dranbleiben. Wenn ich da jetzt einen Punkt hole, bricht die Welt auch nicht zusammen. Boah, ja, vorne setzt sich eine Gruppe ab. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich will nicht zu viele Punkte holen, aber wir müssen schon vorne dranbleiben. Und das schaffen wir gerade schon eher nicht so gut. So, okay. Ja, ein paar Punkte holen wir leider. 10 Punkte für Geschke. Die nehmen natürlich raus, aber da kann man jetzt auch nicht die Uhr nachstellen, dass die sofort dann wieder rausnehmen. Also grünes Trikot. Ich sag ja, es wird nicht so leicht werden, das grüne Trikot zu verlieren. Aber jetzt die Gruppe hier fahren lassen, nur um das grüne Trikot loszuwerden, wäre ja auch Quatsch. Vor allem, weil der Etappensieg rein theoretisch irgendwie ja vielleicht noch drin ist. So, Martin holen wir wieder an die Seite. Der kann natürlich auch das blaue G mal nehmen. Tönns da vorne jetzt mit einer Tempoverschärfung. Es sind immer noch einige Fahrer hier drin. 1,37 nach hinten. Wir könnten jetzt auch für Guillaume Martin theoretisch fahren. Haben wir aber gesehen bei Isagirre. Es funktioniert auch mit diesem Beschützer, dass man das macht. So, die Konkurrenz ist natürlich stärker. Jens Vogt würde ich jetzt am Berg gar nicht so stark einschätzen. Der war zum Ende hin dann vielleicht seiner Karriere ein bisschen zu stark am Berg. Aber mehr hat er eigentlich da selten gezeigt. Höchstens mal aus der Ausreißergruppe raus. So, 1,30 noch der Vorsprung. Der Col du Tyrrhenie, 15 Kilometer, 7,3% im Schnitt. Versuchen hier, wie gesagt, so lang wie möglich vorne an der Gruppe dran zu bleiben. Richard Wironk ist hinten schon abgehängt. 37 Fahrer da noch in dieser Gruppe. Und ich glaube, Laurent Fignon und Isagirre sind schon wieder durch. Aber die haben natürlich auch die blauen Gele noch nicht bekommen. Das war wieder ein bisschen doof. Hätte ich früher geben müssen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so früh unten in den Berg rein schon abgehängt sind, um ehrlich zu sein. Aber da hat der Berg der zweiten Kategorie schon den Zahn der Zeit quasi an ihn nagen lassen. So, Tempo ist ein bisschen niedriger. Das kommt uns zugute. Marc Soler, Rominger, Guillaume Martin. Also die Gruppe, 10 Fahrer, noch groß. Da hinten kommt dann schon das gelbe Trikot rangerast mit einer kleinen Gruppe. Vinokurov hat da jetzt angegriffen. Hier wird die Gruppe immer kleiner. Immer mehr Fahrer sind durch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hier schaffen, ist relativ gering. Es sind noch 9 Kilometer bis ins Ziel. Und dann schalten wir vielleicht mal auf Guillaume Martin um, der aber auch nicht mehr viel mehr Energie hat. Also das wird wahrscheinlich nichts werden, egal wie rum wir es machen. 48 Sekunden dort für das gelbe Trikot. Vorne setzt sich jetzt Peo Bilbao alleine ab. Thibaut Pinot fällt da, glaube ich, gerade durch. Und Martin und so weiter, die können auch alle nicht mehr. Also das wird's gewesen sein. Sorry, wenn ich gerade immer so ein bisschen wortkarg bin. Nero ist gerade irgendwie anders gerade gegangen und Nero macht wieder ein bisschen Neues. So, Gruppe Merckx, 1 Minute hinten. Die nehmen also ein bisschen Tempo raus. Hauen mal die Steuerung rein. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut und schau mal ganz kurz nach Nero. So, jetzt kann ich wieder ruhiger spielen. Nero sitzt jetzt gerade hinter mir. Ich glaube, man sieht sogar seinen Kopf, oder? Nero, schau mal hier. Ja, da ist er. Also, jetzt kann er sich ein bisschen beruhigen. Simon Geschke
wird sich hier nicht mehr wirklich beruhigen. Wir sind jetzt in die Gruppe Merks aufgenommen und das bedeutet für uns, dass wir hier keinen Widerstand mehr zeigen. Und wir wechseln mal zu Guillaume Martin rüber, der jetzt natürlich dann den Beschützer aufgibt und mal auf eigene Faust fährt. Ich weiß nicht, wie lange wir hier in der Gruppe mithalten können, aber so sehen wir wenigstens noch ein bisschen was von dem Spitzenkampf. Da haben wir Vingegaard und so weiter und so fort. Geschke, ich habe ihn jetzt aber auch auf keinen Widerstand, oder? Ja, okay. Geschke wird jetzt nochmal richtig Zeit verlieren. Allerdings nicht so viel, dass er jetzt aus der Karenzzeit rausfallen würde. Das wäre ziemlich dämlich. So, vorne setzt sich jetzt Ulle ab mit Eddy Merckx am Hinterrad. Ich glaube, Gino Bartali, Coppi ist da mit dabei. Lance Armstrong wieder ein bisschen mit Problemen. Wundert mich eigentlich, weil ich Armstrong bockstark gemacht habe. Armstrong ist eigentlich fast auf Eddy Merckx Niveau. Und Eddy Merckx geht vorne alleine weg. Hier gibt es jetzt auch gleich den Einbruch. Bei Guillaume Martin. Wir sehen die Gruppe da vorne noch, aber das wird jetzt dann einfach rum sein mit Martin. Vorne Bilbao, immer noch 33 Sekunden weg, aber da wird sich Eddy Merckx jetzt natürlich auf den Weg machen, ihn einzuholen. Ulle nur in Gruppe Nummer... jetzt nur noch in Gruppe Nummer 4 mit Gino Bartali. Heute also kein guter Tag für Ulle, hat schon 20 Sekunden Rückstand auf Eddy Merckx. Für uns war es wichtig, die Bergpunkte unterwegs wieder zu holen, möglichst viele. Das hat gut funktioniert und jetzt heißt es, wie gesagt, erstmal ein bisschen Energie sparen. Genauso für Geschke wie für Guillaume Martin und das ganze Cofidis-Team, damit wir dann wieder schön zurückschlagen können. Also wir gehen wieder auf die letzten Kilometer dann und sehen uns an, was die Favoriten so machen. So, Eddy Merckx auf den letzten 400 Metern, 35 Sekunden Vorsprung vor Lance Armstrong. Eine Minute, ja, 12, 13, 14 vor Jan Ullrich. Eddy Merckx wird diese Tour de France so dermaßen zerstören, holt sich hier den Sieg oben. Ich bin dann doch wieder zu Geschke zurück, weil auch kein Widerstand zeigen sorgt dafür, dass der Fahrer andauernd am Einbrechen ist. Finde ich persönlich ziemlich dämlich. Warum sollte der Fahrer hier andauernd einbrechen, wenn er doch die Möglichkeit hat, hier so hoch zu fahren? Rückstand ist natürlich groß, aber 1,6 Kilometer macht ja nichts, ne? Also da versuchen wir jetzt einfach noch ein bisschen regenerativ hochzukommen. Alberto Contador auch ganz, ganz schwach am Start für Iolo Cometa, wobei er, glaube ich, auch einen Bergwert von 83 hat. Da kann er vielleicht nicht ganz mithalten. Oben sehen wir den Teufelslappen. Geschke lässt sich Zeit. Wer kommt da hinten? Ist wurscht. Vingegaard kommt jetzt gerade ins Ziel in der Gruppe 9. Also der amtierende Tour de France-Sieger hier chancenlos gegen die Legendenkonkurrenz. Wir können natürlich irgendwann auch mal die Legenden wieder rauslassen, so ist es nicht. Aber ich glaube, mit Geschke gegen die normale Konkurrenz wäre ja noch leichter, um ehrlich zu sein. Wir haben hier normalerweise in der Gruppe richtig gute Fahrer mit dabei. Guillaume Martin kommt auf der 17 rein, vor uns Alejandro Valverde, den wir ja auch noch ein bisschen legendär nach oben verbessert haben. Aber auch er scheint hier dann eher Helfersdienste leisten zu müssen für zum Beispiel Miguel Indurain. So, Alexander Vlasov, auch schwach, Quintana, da sieht man, wenn die arbeiten müssen für die Kollegen, dann wird es richtig hart und Quintana ist ja nur für Gino Bartali eigentlich mit am Start. So, wir kommen rein, genießen nochmal das Publikum, freuen uns mit Geschke. Ja, Grün haben wir verteidigt, Bergtrikot haben wir auf jeden Fall verteidigt. Den Vorsprung bestimmt noch ein bisschen ausgebaut. Jetzt am Berg der ersten Kategorie im Ziel gab es ja auch nur 10 Punkte und wir haben unterwegs bestimmt mehr als diese 10 Punkte geholt. 4 Kilometer noch, Max Walscheid ist noch unterwegs. Schauen wir mal, wann der reinkommt. Der hat immer noch 1,5 Kilometer. Das mit der Karenzzeit, wow, 34 Minuten. Etappe war relativ lang. Dadurch, dass es so viele Berge gab, dann sollte das eigentlich gepasst haben. Also keinerlei Zeitüberschreitung für Max Walscheid, den wir für die Flachetappen ja gerne auch noch mit am Start hätten. So, Eddy Merckx dominiert. Geschke dominiert in Punkte und Bergwertung und in der Nachwuchsfahrerwertung. Dominiert Ulle, der heute aber einen kleinen Dämpfer bekommen hat, nur mit dem dritten Platz und über eine Minute Rückstand. Das ist schon viel. Armstrong diesmal auf der 2. Was ist mit Coppi passiert? Ach krass. Coppi und Paste auf der 9. Anquetil auf der 10. 3 Minuten Rückstand für Coppi. Indurain auf der 8. Bilbao hat es dann sogar noch auf die 7 geschafft. Reimt sich schon wieder ungewollt. Ist doch unfassbar. Also Bergwertung 22 Punkte für Geschke, 14 für Rominger, 10 für Eddy Merckx. Punktewertung Jens Vogt vorne, auf der Etappe zumindest. Schauen wir mal,
Bergwertung 138 Punkte. Hier sind es 149 zu 121. Das kann sich jetzt tatsächlich mal auf den nächsten Etappen dann schon ändern. Laurent Fignon in der Nachwuchsfahrerwertung auf der 11. Ich wollte gerade schon sagen, in der Gesamtwertung ist Geschke sogar der beste Fahrer auf Platz 17 mit 23,10 Rückstand. Laurent Fignon heute mit einer miserablen Tagesform. Jetzt geht es von Nizza nach Nizza. Eigentlich müssen wir wieder in die Ausreißergruppe gehen mit Geschke. Keine Ahnung, warum der hier eigentlich regenerativ so gut durchkommt. Aber gut, nehmen wir gerne mit. Gibt einige Berge der zweiten, ersten Kategorie. Die Etappe hier, ja, gibt sich nicht viel. Die hier sieht schwerer aus als die hier. Deswegen gehen wir doch lieber hier auf jeden Fall mal in die Gruppe. Nehmen uns wieder Martin oder Isagirre mit dazu. Und dann wird der Kampf ums Bergtrikot weiter anhalten. Und ich denke mal schon, momentan sieht es gut aus, aber es wird, wie gesagt, Etappen geben, wo wir absolut nicht mitkommen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch mal 50, 60 Punkte auf einer Etappe verlieren. Umso wichtiger ist es jetzt, einen großen Vorsprung sich rauszufahren.